Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinen Rezepten. Heute zeige ich euch mein Rezept für Künefe. Eine Süßspeise aus der türkischen Küche und kommt aus Hatay. Jeder, der gerne türkisch essen geht, kennt das bestimmt, weil nach dem Essen wird entweder Künefe oder Baklava angeboten. Ich habe hier erstmal so ca. 300 Gramm Kadayıf nennt sich das. Das bekommt ihr im türkischen Laden. Teigfäden. Das sieht so viel aus, aber das ist nur 300 Gramm. Dann brauchen wir 200 Gramm Butter, ganz leicht geschmolzen. Ca. 200 Gramm Mozzarella. Normalerweise wird in der Türkei eine andere Sorte genommen. Die Sorte finde ich hier leider nicht. Das ist ein Zopfkäse ohne Salz. Deswegen nehme ich jetzt Mozzarella. Dann ein Esslöffel Weintraubensirup. Das findet ihr auch im türkischen Laden. Wenn ihr das nicht findet, muss das nicht sein, aber schmeckt natürlich besser und die Farbe sieht dann auch besser aus. So, für den Sirup, Zuckersirup, brauchen wir so ca. 300 ml Wasser, 250 Gramm Zucker, ein paar Tropfen Zitronensaft und nachher zum Dekorieren gemahlene Pistazien. Und natürlich Knöpfeteller. Die habe ich mir dann extra aus der Türkei mitgebracht. Die sind speziell für Knöpfe. Aber wenn ihr die nicht habt, könnt ihr natürlich auch so kleine Auflaufformen nehmen. Geht auch. Es wird natürlich der Zuckersirup vorbereitet, weil das kalt sein muss. Ich habe den Zucker mit dem Wasser vermischt und werde das dann so circa eine halbe Stunde kochen, weil unser Zuckersirup muss kalt sein, wenn Knöpfe aus dem Ofen rauskommt. Ihr könnt das natürlich auch ein paar Stunden vorher kochen und einfach beiseite stellen. Hier habe ich dann mein Kadayıf schon mal in ein Backblech reingegeben, Butter noch dazu geben und das muss so richtig mit dem Butter vermischt werden und klein machen. Ein Esslöffel Weintraubensirup natürlich auch dazu geben. Jetzt habe ich das mit dem Butter und Weintraubensirup schön vermischt. Mein Knöpfeteller mit Butter schön beschmiert und gebe dann jetzt meinen Kadayıf drauf. So, das muss so richtig festgedrückt werden. Das könnt ihr auch mit einem Glas machen oder eine Flasche, aber das muss richtig fest werden. Und werde jetzt Mozzarella-Scheiben draufgeben. Und nochmal Kadayıf. Wer kein Käse mag, kann natürlich statt Käse Walnüsse dazwischen geben oder Käse und Walnüsse, geht auch. An diesem Knöpfeteller ist, dass man sie übereinander geben kann und dann einfach runterdrücken, damit die dann auch richtig fest werden. Seht ihr? So, nun werde ich meine Knöpfetelle für eine Stunde circa in den Kühlschrank geben. Circa nach einer Stunde werde ich meine Knöpfe dann bei 200 Grad goldbraun backen. So, ich habe meine Knöpfe jetzt aus dem Ofen rausgenommen. Die sind noch heiß und gebe dann auf die heißen Knöpfe kalten Sirup drauf. Und bestreue mit gemahlene Pistazien. Es wird mit dem Knöpfeteller warm serviert. Also wir essen das warm. Ich hoffe, das Rezept gefällt euch und würde mich freuen, wenn ihr das Video teilen würdet. Bleibt dran für meine Küchentipps.